Hallo liebe Kunstfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt uns gefragt, ob man die beiden Produkte von Overtroll auch zusammen benutzen kann, nämlich die Rostfarbe und den Crackling Spirit oder den Fissurenlack. Und wir wussten es selbst nicht. Aber wir wären natürlich nicht Flurry Art, wenn wir es nicht für euch herausfinden würden und somit habe ich das Ganze getestet. Ich nehme euch wieder mit an meinen Arbeitstisch und zeige euch, was ich herausgefunden habe. Natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, wilde Spekulationen abzugeben darüber, was passieren wird. Ich zum Beispiel habe gedacht, dass es nicht funktioniert. Zum einen, weil die Metallfarbe recht schwer ist durch die Metallpigmente und dadurch wahrscheinlich nicht reißen wird. Falls sie doch reißen würde, hatte ich meine zweite Vermutung, dass es nicht rosten wird, da durch den Crackling Spirit Etap 2 ja alles irgendwie so weit versiegelt ist und das Rust Spirit wahrscheinlich gar nicht erst an die Metallfarbe rankommt. Aber schaut einfach zu und lasst euch überraschen. Um das Ganze zu testen, habe ich zwei kleine Leinwände genommen. Ihr könnt die Produkte natürlich auf jedem Untergrund benutzen, den ihr für euer Projekt benutzen möchtet. Um das Ganze auch komplett wissenschaftlich zu testen, habe ich zwei Versuche vorgenommen. Der erste Versuch ist, die Metallfarbe mit dem Crackling Spirit Etap 2 ungefähr 50-50 zu mischen. Und bei dem zweiten Versuch habe ich etwas mehr von dem Crackling Spirit genommen, einfach um die Farbe etwas dünnflüssiger zu haben. Einfach um zu schauen, was passiert. Die erste Stufe war jedoch, mit dem Crackling Spirit Etap 1 die Leinwände zu grundieren. Diese Schicht muss trocknen und bildet quasi die Basis für die Crackling-Produkte. Diese Schicht trocknet relativ schnell, je nachdem natürlich, wie dick ihr sie aufgetragen habt. Ich habe eine sehr dünne Schicht aufgetragen und noch einen Föhn benutzt, damit das Ganze schneller geht. Nicht wundern, die Schicht bleibt etwas klebrig, wenn sie getrocknet ist. In der zweiten Stufe würde man seine Acrylfarbe oder Farbe seiner Wahl mit dem Crackling Spirit Etap 2 mischen und auf die erste Schicht auftragen. Sobald diese zweite Schicht trocknet, sollte sie je nach Schichtstärke kleinere oder größere Risse bekommen. Ich für meinen Teil habe hier noch gezweifelt. Aber wie gesagt, eine Mischung im Verhältnis 50-50 und die andere Mischung ungefähr ein Drittel von der Rostfarbe und zwei Drittel von dem Crackling Spirit Etap 2. Wie ihr sehen könnt, oder vielleicht auch nicht, ist diese Mischung natürlich dünner, aber es haben sich beide Varianten sehr gut auf der Leinwand verteilen lassen. Ich habe mit Absicht einige Stellen dünner und einige Stellen dicker aufgetragen, einfach um zu schauen, ob das einen Effekt hat. Etwas, was ich festgestellt habe, man braucht weitaus weniger Farbe, als ich gedacht hätte. Aber solltet auch ihr einmal zu viel Farbe gemischt haben, könnt ihr diese natürlich aufheben. Einfach in ein wiederverschließbares Gefäß tun oder mit Folie abdecken und bis zum nächsten Bild aufheben. Da ich natürlich komplett ungeduldig und neugierig war, wie das Ergebnis am Ende aussehen wird, habe ich ja hier meinen Föhn benutzt und den Trocknungsprozess etwas beschleunigt. Selbstverständlich könnt ihr die Farbe auch ganz normal von der Luft trocknen lassen, aber ich wollte sehen, was passiert. Und ich muss sagen, wie ihr sehen könnt, ich war überrascht, dass alles viel besser funktioniert hat, als ich gedacht hätte. Beide Varianten haben Risse bekommen, sie haben ungefähr gleich viele Risse bekommen und die dickeren Stellen sind gröber gerissen als die dünneren Stellen. Bei den dünneren Stellen könnt ihr sehen, dass ich kleinere Facetten bekommen habe und bei den dickeren Stellen habe ich etwas größere Risse bekommen. Damit könnt ihr natürlich in eurem Bild am Ende auch spielen. Somit war Teil 1 des Experimentes bewiesen und hat uns gezeigt, dass beide Produkte miteinander funktionieren, um die Risse zu bilden. Aber natürlich wollen wir ja auch wissen, was passiert, wenn man das Rust Spirit darauf gibt. Und für diesen Prozess musste ich leider warten. Denn hier gibt es keine wirklich gute Möglichkeit, das Ganze zu beschleunigen. Man sprüht das Rust Spirit auf die Stellen, die am Ende rosten sollen und wartet. Und wartet. Und wartet. Ich habe das Ganze ungefähr 4-mal gemacht. Und jeweils von der Luft trocknen lassen. Mit jedem Mal konnte ich aber sehen, dass sich wirklich Rost bildet und das Crackling Spirit Etap 2 die Farbe nicht so weit versiegelt, dass das Rust Spirit nicht mehr an die Pigmente kommt. Und nachdem alles final getrocknet ist, könnt ihr auch hier sehen, dass alles wunderbar funktioniert hat, sich schöne Risse gebildet haben, die Farbe gerostet ist und ihr eure Fantasie weiterhin freien Lauf lassen könnt und die beiden Produkte kombinieren. Falls ihr noch Fragen habt zu unseren Produkten oder Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, scheut euch nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns immer von euch zu hören und machen auch gerne ein Video für euch, um Sachen zu testen oder zu erklären. Also viel Spaß beim Kreieren und bis bald!